Alle mal bitte auf die rechte Seite schauen. Ja gut, also habe ich gesagt, dass die Leute auf den Rädern fahren? Habe ich nicht. Ja, man kann ja auch auf dem Dach fahren. Ja. Da ist der Spritspannend. Genau, auf dem Dach ist Spritspannend, da hast du recht. Nee. Vorsicht, links, dass man hier, wobei ich glaube, wenn du auf dem Dach fährst, dann kannst du, dann drehst du automatisch höher. Ich glaube, das ist dann nicht so spritsparend. Warum? Du kannst die Reibungswärme ja in Energie umwandeln, ne? Wobei stimmt, wo du gerade Reibung sagst, ich meine die Luft, da ist nicht so viel Reibungswiderstand wie auf dem Boden, also. Ja, eben. Also voll das gute Konzept, ey. Reibgleitwert ist gleich null. Oh, das noch 1000 Kilometer. 1300. Ja. Das ist halt der Nachteil, wenn man so einen externen Auftrag nimmt. Man kann halt nicht einfach Vollgas geben, wenn man mal richtig Bock dazu hat. Das stimmt. Das ist eigentlich schade. Ja. Aber dafür kann man so entspannter fahren. Ja. Ich habe keine Ahnung, was da los ist. Wir waren sogar, mal auf einer geraden Strecke mal. Und da habe ich mal kompletten Kontrolle einfach weggelassen, habe was getrunken. War richtig entspannt, ich muss die ganze Zeit nicht lenken. Ja, gut, weil die Fahrräder so tief waren. Vorsicht! Oh fuck, stimmt ja, jetzt 40. Oh Mann, Dani. Ja was, wenn der LKW erstmal unten ist, komm ich nicht mal in den Gang. Tja, so ist das Leben. Aber ich finde ich voll gut, dass hier so viel los ist. Ich habe jetzt die letzten Wochen, also bei der letzten Woche war ich leider nicht dabei, aber ich habe ja bei diesen Sightseeing-Wochen da mitgemacht. Hat man ja auf YouTube auch gesehen. Aber die letzte Woche auch noch? Nee. Also davor die Woche, meine ich. Ach so. Aber, ja, da waren wir ja immer auf EU1 und da war nicht so viel los. Ja, EU1 ist auch ein bisschen so, bäh. Ich meine, man kann auch auf EU2 hier langsam fahren, man muss sich halt entscheiden, welche Aufträge man hat. Nur für größere Konvois ist es halt ein bisschen scheiße. Weil ja, du halt andauernd weggerammt wirst und so. Ja, ist auf EU1 auch. Ja, aber nicht so oft, weil da ja nicht so viele online sind und so. Aber hier finde ich das mit den Autos cooler. Ah, warte. Cooler. Eigentlich würde eigentlich was... Mein. Ab wie viel war nochmal ein Konvoi? Ich weiß es nicht mehr. Person. Keine Ahnung, rein theoretisch kannst du, also das ist so ein offener Begriff, da gibt es keine Definition für. Kannst Boy, sagen, dass wir Leute jetzt schon die Charlie Chi mit der Ogean. Jetzt bräuchten wir noch vier Leute, dann haben wir ein perfektes Konvoi. Naja, zu dritt ist auch schon fast wie ein kleiner Konvoi. Ja, Alter, ich glaube, das kann man auch schon Konvoi nennen. Aber den leicht der Lags wegen der Stadt. Oh, für den Abstand ist echt immer geringer bei dir langsam, ey. Weil ich sogar nur noch 65, ey. Ich fahre immer noch 80, aber naja, Frame Drops. Let the beat drop. Ja. Rammen! Nein! Piu! Du wirst nicht. Ach, ist richtig. Ja, ich weiß, aber mehr, dass du in einen anderen Gym rammen wolltest. Keine Ahnung. Irgendwie kommen wir sofort, ob Daniel ab und zu ein Arschloch ist. Ich weiß nicht wieso. Nur ab und zu. Ich wollte mir auch mal irgendwie so ein Horn vom LKW ans Auto bauen. Ich muss mal gucken, ob das zulässig ist. Auf dem Dach habe ich es mir montiert. Ja, nee, also ich meine jetzt so in Real Life. Ach so. Vielleicht gibt es ja welche, nicht, die Straßenzulassung haben. Ja, dann... aber bei PKW... Ach, pipapo. Außerdem... Mein Nachbar, der arbeitet beim TÜV, der macht das schon. Ja, aber... Naja, er kann den TÜV auch nicht bescheißen. Er muss sich auch aber lange halten. Also ganz ehrlich, was ich so gesehen habe, was für Scheiße beim TÜV gemacht wird, da wäre das noch das kleinste Übel. Also, oh Gott. Nee, da oh gibt's Gott. Videos Leute, zu. Leute, Mike, Dani, vorsichtig, da kamen ein paar Idioten an. Wieso ich habe eine schlechte Ahnung. Oh, die fahren doch nur. Ja, aber trotzdem, der eine ist mit wie ein Raser durch um die Kugel gefahren. Ja, na und mache ich auch. Nur weil nicht alle so beschissen um die Kurven fahren wie du, heißt ja nicht, dass die Raser da nicht besser fahren können, ey. Ey, ich bin immer noch vorsichtig, also so ist es. Ach stimmt, ich hab vergessen, mir eigentlich Snacks zu kaufen heute. Ach verdammt. Wusste ich, hab irgendwas vergessen. Ja. Ja, geht mir auch immer so. Wenn ich in ETS fahre, also wenn ich dann low bin, dann muss ich auch immer ein paar Snacks essen. Hol den schon wieder ein, ich
Ich fahr 80, Alter. Ja, ja auch, aber Frame Drops, was soll ich machen? Oh Mann. Mach deinen scheiß Internetbrowser aus. Wie lange aus? Mach alles andere auch aus. Battle.net aus. Hab ich. Alles aus. Mach Steam aus. Ja, das Spiel nicht spielen. Gott, ach, das geht bestimmt. Glaub, jetzt halt weiß ich, was Mike meint hier mit dem, dass er da Eis nicht gern fahren will. Da ist schon wieder ein Auto. Cool. Ja, bum bum. Oh, von hinten kommt einer. Ich glaube, der will uns gleich überholen. Ich scher einfach aus, weil wir müssen sowieso jetzt rüber auf die linke Spur. Ja. Man könnte auch gerade weiterfahren, aber trotzdem linke Spur einnehmen. Ich lass ihn einfach mal. Ah, alles klar, läuft bei dem auf jeden Fall. Der will sich jetzt überholen. Zieh rüber, zieh rüber, zieh rüber! Ich bin kein Arschloch, wie du. Warum einfach Blinker setzen, kriegt der Panik, fährt sie leicht. Ja gut, also, ich meine. Hätte ich machen können, aber ich bin kein ultimatives Arschloch. Alter, Dani, bremst mal nicht so viel. Ja was? Eis ist bei mir nur 30 Meter vor mir, Alter, und der leckt da und zurück. Boah, Alter, willst du mich verarschen? Keine Ahnung, wir sind in der Stadt, ich hab immer noch 8 Personen auf dem Blickfeld. Ach du Scheiße, ach du Scheiße. Fuck. Alter, es gibt's natürlich fast 60 Handy an der Links Fresse. Halten. Lass ich den mal 100 Meter von mir entfernen, ey. Okay, der hinter mir ist auch wieder weg. Der ist abgefahren, das finde ich sehr nett. Der sah irgendwie, ich weiß nicht, der ist irgendwie komisch gefahren. So ein Fick ist da vorne für eine Kurve. Achso, so Kurvige eine. Kurve. Eine Kurve, die gerade ausgeht. Achso, das ist eh doppelspurig, okay. Warum blinkst du Eis? Weil er rübergegangen ist, wieder auf die andere Spur. Ah, so, krass. Und Wechsel. Ja, wir halten uns diesmal an die STVO. Ja, mache ich eh immer. In meinen Videos. Gesang sie alle. Ja, in deinen Videos, im Real Life, ey. Ich sag nur, mein Kopf hat immer noch wehgetan nach der Scheibe, ey. Ja, das war ja nichts gegen die STVO. Ja, ist ja klar, im Kreisverkehr muss ich übelst Gas geben, ne? Riesig der STVO mit 100 km eine 30er Zone. Nein, das war ja keine 30er Zone. Da war 50. Hallo? Und 50 reicht halt schon, um Dani den Kopf gegen die Scheibe zu klatschen. Du warst ja wahrscheinlich mit 120 in die Kurve gefahren. Nee. Im Kreisverkehr. Oh, mein Nachbar, ich weiß nicht, kann auch sein, dass ich das schon mal in einem Video erzählt habe, aber mein Nachbar, der wurde mal, also da war der so 14 oder so, hat sich einfach mal das Auto von seinen Eltern geborgt und wurde dann im Ort mit 140 geblitzt. Also, ja, ne? So, 14. Und der war 14. 14, ja. Wow. Also mittlerweile ist er weggezogen. Ich habe keine Ahnung, ob der überhaupt einen Führerschein machen durfte oder so. Weiß ich nicht. Ja, der hat wahrscheinlich Probleme bekommen. Er hat wahrscheinlich Führerscheinverbot bekommen. Ja, keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall mittlerweile ist er weggezogen und wohnt irgendwo anders. Weiß ich gar nicht, wo der ist. Ich glaube, der hat einen Haftbefehl, glaube ich, auch bekommen. Aber sonst war der eigentlich ganz Haftbefehl? In Ordnung. Was? Er hat Haftbefehl bekommen? Cool. Nein, ich kenne einen Kumpel, kennst glaube ich den ein auch Ein Gratis-Album. Ja, nein, Haftbefehl in echt. Deswegen fallen so viele Frauen durch. Bitte, tötet Haftbefehl. Aber ich genau, Morddrohung in Mike sein Video. Alles klar. Eigentlich wie typische, was im typischen Film läuft. Töte mich! Und die ganzen Tonschalter Monstern. Mike okay. Klebt ganz schön nah an meiner Ferse, ey. Ja, nee, 50 komm. Meter. Hallo, 50 Meter? Nee, 49. Also bei mir sind es 51,6. Vielleicht darf ich die Kurven nicht so schneiden, wie Rennfahrer Krause. Aber sonst. Das hat mir mein Fahrlehrer auch immer gesagt. Dass ich die Kurven nicht so schneiden soll. Naja, tust du aber trotzdem. Ja. What the fuck? What are you doing? Motor ausgegangen. Okay, Dani. Läuft auf jeden Fall bei dir. Also muss ich jetzt wieder hinter Eis fahren. Ich fahr mal kurz 90, damit ich Eis wieder aufhole. Naja, wir fahren eh dann die nächste Tankstelle dann raus oder bei der Raststätte. Aber trotzdem schauen, was ich noch ausmachen kann, damit ich mehr Leistung habe. Ja, die Spiegel vielleicht. Mit diesen reflektierenden Ding, die Mike gemacht hat. Achso, das ist ein Idiot. Hm. Okay, ich finde. Was tust du? Komischerweise mache ich keine Türken hier auf dem ETS-Server. Komischerweise, keine Ahnung wieso, aber.
Naja. Was gegen mich. Doch, Italiener, sei ruhig. Ich nehme dich immer in die Dose. Auch. Aber an sich, ich hab die ganzen, die letzten Tage, unser passiert, wäre schuld gewesen, ein Türke. Darum mag ich Türken, das erfährt jetzt gar nicht. Okay. Ja, es ist immer passiert. Jedes Mal hat irgendwer Türkisch geschrieben, oder keine Ahnung, was das noch war, wahrscheinlich Türkisch, oder hat einen türkischen Namen gestanden. Also es hat meistens immer ein Türke, der mit einem Unfall verursacht hatte. Keine Ahnung, was das für eine Sprache war, aber wird schon Türkisch gewesen sein. Ja. Es war zwar Arabisch, aber wird schon Türkisch gewesen sein. Genau. Oh, hallo Dani. Hallo. Wir müssen jetzt mal nach links ziehen, ne? Machst du mit? Danke. Dani macht hier Elefantenrennen. Wer ist jetzt hier rein? Oh Mann, Dani. Ich gehe einfach rein. Typische Dani. Fickt euch. Ja was, ich mach das so im richtigen so wie im richtigen Straßenverkehr, ey. Oh, du kannst nicht mal, ich überhole dich einfach und renn dich einfach rein. Ein paar Meter vor dir, scheiß drauf. Ja, aus dem Mike ist keine richtige Person, da kann man es schon machen. Ja gut, also. Dann Mike als ein etwas bezeichnet. Ja, das wird. Bezeichnen. Ja, ne. Was habt ihr für Probleme? Nee, er kann nicht Deutsch. Wenn du kannst wenig sein Deutsch. Nee, ich bin ein Pferd. Ich hab halt ein Problem mit der Grammatik und mit der Rechtschreibung. Ich geh's halt zu, ich weiß es auch. Okay. Sag mal. Da ist eine Tankstelle. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, wollen wir kurz bei der Tankstelle anhalten oder wie? Ich müsste vielleicht auch mal kurz tanken. Also beziehungsweise eigentlich nicht, aber... Ich nicht, bei mir reicht der Tank noch 1435 Kilometer. Bei mir? Noch 1031 ich müsste da jetzt nachgucken, ganz spontan, oder was? 950 Kilometer. 1000 Kilometer. Achso. Ich wollte nur 530 Liter. Tempomat. Aber dann trotzdem, weil ich einfach kann. Oh je. Das dauert aber echt ganz schön lange. Ja, da die Strecke so. Wir sind jetzt in einer halben Stunde oder so 500 Kilometer weit gekommen. Ja. Was, wir fahren schon seit einer halben Stunde? Ja, also die Aufnahme läuft jetzt eine halbe Stunde. Da gehört ja auch noch Auftrag abholen und sowas alles dazu. Stimmt. Okay, ah genau, das sind ja die paar. Ja, wenn du willst, kannst du ja die Aufnahme dann nicht nehmen oder als Special nehmen. Nee. Und wir können dann nochmal danach wieder so normale Aufträge machen. Nö, ich nehme die schon. Weil ich habe eh Urlaub, also kann ich eh so lange wach bleiben, wie ich will. Ihr labert so viel Scheiße. Das können wir halt. Das muss ich einfach nehmen, hallo. So, ihr könnt wieder fahren. Wir reden keine Scheiße, wir machen Scheiße, Alter. Das sind die Crapmacher. Ja. Hm. Nee, Eis wollt ihr doch noch was umstellen, oder? Genau. Danke. Das sieht nur, wie er direkt wieder eine Vollbremsung macht. Okay, gucken wir mal, vielleicht komme ich hier irgendwie in einen Parkerplatz rein. Tada! Wunderschön eingeparkt auf jeden Fall. Haben wir auch nicht gemacht gehabt. Ich bin sehr stolz auf mich. Gestern, also heute in der Nacht. Oder wie früh hast du es geklappt? Oh, ich kann ja meinen Deadlift mal runter machen. Dein Deadlift? Mein Midlift. Ich habe verstanden, deinen Deadlift. Ja, ich habe keinen Deadlift. Leider, noch nicht. Aber ich krieg ihn bald geliefert. Okay. Oh ja, wir sind den 12. Geil, nur noch ein paar Tage. Mein neues Internet. Nein, das geht schon nicht. Ich toll, war schon so lange LKW. Jetzt sind die Lampen abgebrochen, Mann, Dani. Was? Dani macht immer alles kaputt. Ja, das ist Lars, Dani. Keine Scheiße. Die hat da diese komischen Lampen, die da zur Seite abstehen, hallo? Hä? Du bist da voll gegengekommen, ey. Nein, eben gar nicht. Doch, ey. Hallo. Aber es ist schön, wie wir alles das gleiche haben. Wer braucht denn eigentlich so viele scheiß Lüftungsrohre? Ich weiß auch nicht. Deine Mama? Nee, Moment, das sind keine... Das sind zwar Lüftungsschächte, aber ich glaube, das sind Heizschächte. Ja, aber ich glaube, das sind die Heizschächte. Die Lüftungsschacht. Da steht ja, Lüftung. Das ist nicht ja, aber ist ja egal. Die braucht deine Mutter, ums Klo zu lüften. Dein Ernst? Ja. Ja, aber mir egal. Nicht weiterfahren, ich kann auch so machen, ne? Also. Nein! Hallo, Dani.
spiele die auch noch. Sag mal, geht's noch? Ja, warum? Ich habe keinen Schaden bekommen. Oh Mann, danke. Ich hab auch nicht, aber bald weg. Kann ich losfahren. Warte mal, komischerweise, ich hab... Mike ist der Kleinste hier. Ja, weil er hat kein oberes Dach genommen. Ja, ich habe keine Lust auf diese große Kabine. Außerdem fährt er nicht den neuesten Volvo, er fährt den älteren. Ebbe. Ja, auch noch. Wir fahren den Anfangs-Volvo. Nicht. Du bist ja auch ein Noob, Dani. Fick dich. Ich bin auch erst Level 15, also du sollst es erwarten. Ja, ich wollte ihm nicht den Level cheaten. Ich weiß gar nicht, welches Level ich bin. Bin ich schon 30? Ich glaube schon 33 oder so könnte sein. Ich weiß es gar nicht genau. Ah, alles klar. Von hinten kommt übrigens einer, ne? Oh, Alter!